48 Stunden auf einer einsamen Insel in Norwegen. Jetzt geht's wirklich los. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ohne Essen, Zelt oder Handyempfang. So am Ende, ich kann einfach nicht mehr. In diesem Video geht's immer noch um diese eine Mission. Was denn? Ah, ich hab einen Fisch. Einen maßigen Heilbutt vom Ufer zu fangen. Ja, ja. Nachdem wir in der letzten Folge gescheitert sind. Wie kann das denn sein, dass wir keinen Fisch fangen, Jungs? Greifen wir dieses Mal wieder an. Hoffnung! Hoffnung! Trotz Schlafmangel, körperlicher Erschöpfung und der drohenden Niederlage sind wir absolut motiviert. Alles hier. Das ist hier schon alles. 24 Stunden bleiben uns noch, um den Riesen aus dem Nordmeer ans Band zu bekommen. Ach du Scheiße! Ab Nord 2.0 geht jetzt richtig los. Bevor es jetzt aber losgeht, noch eine Angelegenheit in eigener Sache. Die meisten von euch wissen es ja, wir haben einen Kinofilm gedreht, beziehungsweise aus dem Material einen Kinofilm geschnitten. Den Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr den kauft oder leiht, unterstützt ihr Projekte wie diese. Vielen Dank dafür, viel Spaß mit der Folge und bis bald. Auch wenn die Motivation jetzt wieder da ist, gestern Abend waren wir wirklich am Tiefpunkt, haben wir uns überlegt, was ist denn der Plan für heute? Wie können wir es schaffen, doch noch ein Heilboot zu überlisten und die Challenge zu schaffen? Deswegen lange Routen. Es ist unser erstes Mittel, um heute doch noch einzufangen. Und wir haben uns so Köderfischsysteme mitgebracht, die wir heute einsetzen werden und einfach einen Köderfisch, also einen Seelachs, einen toten Seelachs rauspfeffern und dann hoffen, dass darauf ein Heilboot beißt. Die montiere ich jetzt. Ich montiere noch eine Köderfischroute, um Köderfische zu fangen. Daran könnte es auch scheitern. Und dann geht's los. Vollgas und ab ans Wasser wecken. Die erste Aufgabe ist es jetzt erstmal ein paar Köderfische zu fangen. Ich habe einen 3,5 Inch Predator montiert und hoffentlich kriege ich hier ein paar Seelachse oder Pollacke, damit wir die dann mit den Grundmontagen auslegen können. Das sind welche. Ich habe einen Köderfisch. So, der erste Köderfisch ist gefangen. Ich mach gleich weiter, ich glaube, da ist ein Schwarm da. Nächster Köderfisch. Der Trip hat auf jeden Fall einen Vorteil. Man macht so viele FG-Knoten, dass man den auf jeden Fall lernt, schneller zu machen. Die Köfis haben uns nochmal richtig Hoffnung gegeben. Jetzt haben wir gedacht, jetzt haben wir die Lösung für unseren ersten Heilboot. Ja, weil in der Theorie ist ja so, du schmeißt die raus, überbrückst das Kraut quasi und dann liegen die da und fangen trotzdem Fisch, was du ja mit einem Gummifisch nicht hast. So, Köderfische haben wir gefangen, schnell die Route vorbereiten und dann geht's los. Das wird eine Route sein und parallel machen wir natürlich auch Spinnfischen. Da wir nur Spinnfisch-Equipment dabei haben, bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir die überhaupt passend werfen können, die Jungs. Die Route ist eigentlich viel zu kurz, um dieses lange Rig zu werfen. So, ich muss jetzt hier Gas geben, dass ich auch die Route ins Rennen bekomme. Denn die gute Tide ist leider nicht mehr allzu lange. Also, ob die Route das durchhält, wage ich zu bezweifeln. Das war mit Sicherheit nicht weit genug. Das Einzige, was ich machen könnte, ist Vorfach kürzen. Das hier kürzen. Ja, würde ich machen. Ich habe gerade eben bei Dustin gesehen, dass es echt schwierig ist, mit den ganz langen Vorfächern zu werfen. Deshalb mache ich es genauso wie er und kürze es auch ein bisschen. Vielleicht klappt es dann besser. Mein Vorteil ist, meine Route ist, ich glaube, so 30 cm länger. Vielleicht tue ich mir ein bisschen leichter beim Werfen. Ich hoffe es. Vergiss es. Nicht weit genug? Mindestens das Doppelte. Jo, das war's mit dem Teil. Super, das war meine Köderfischaktion heute. Männer. Fuck. Die Hoffnung, wie gestern, in der ersten Minute zerschlagen. Mai, also genau das, was ich gestern gemacht habe, auch wieder. 10 Stunden lang ballern, bis hoffentlich dann, anders als gestern, ein Heilboot hier reinsteigt. Ja, Achterbahn der Gefühle. Was war das einfach für eine Scheiße? Erster Wurf, man kommt nicht weit genug raus, Blei sofort abgerissen. Das war wirklich der Höhepunkt, wo ich dachte, fuck,
Was machen wir jetzt? Wir hatten so eine Hoffnung in die Köderfischmontagen. Und jetzt haben wir nur noch eine. Ich habe zum Glück noch einen Einzelhaken, noch ein Grundblei und ein paar von den Drillingen haben wir auch noch. Vielleicht können wir noch irgendwas improvisieren. Aber das ist jetzt schon wieder ein ordentlicher Dämpfer. Und das gleich am Anfang, ey. Ich glaube, ich hatte gerade einen Biss. Hab hier auch eine Macke drin. Da sind so Riffel auch. 100%, ne? Ja. Hoffnung! Hoffnung! Köfi's ready. Dustin hatte gerade einen Biss. Und jetzt wünscht mir Glück, dass ich das Ding da irgendwie besser rausgefeuert bekomme als der Dustin. Weil das ist wirklich nicht einfach. Oh, Jungs, das ist nicht easy. Am Ende knall ich mir die Ruten hier durch. Was war das denn? Weit genug? Nee, schnell einholen, sonst hängst du. Sicher? Ich muss den Köderfisch nochmal neu anködern. Er hat eine leichte Deformation am Kiefer jetzt. Ey, das ist nicht einfach, das Ding zu werfen. Dustin, hast du irgendwie eine Idee, wie wir besser auswerfen können? Hast du die Handschuhe dabei? Ja. Das größte Problem ist einfach die Effektivität. Man wirft rein, kann, glaube ich, 3 Sprünge machen und dann ist man schon wieder hier vorne am Seetang und muss schnell einkurbeln, dass man nicht abreißt. Das macht einen besonders zu schaffen. So, jetzt werden härtere Geschütze aufgefahren. Wir haben so einen richtig dicken Landehandschuh hier dabei. Und ich glaube, wenn ich den anhab, kann ich noch mehr an der Route durchziehen, weil die Schnur nicht in den Finger schneidet. Weiter schaffe ich nicht mehr. Na, lass das. Jetzt heißt es abwarten. In der Zwischenzeit versuche ich, weitere Köderfische zu fangen. So, wir haben jetzt hier noch 2 Köderfischrouten links und rechts liegen. Aber ich bin Spinnfischangler. Ich will einen beim Spinnfischen fangen. Aber wir sind so verzweifelt, dass wir das jetzt machen müssen. Mann! Oh, auf volle Wurfdistanz. Ja, alles rausgerissen hier. Ja, ganz neue Cuts drin, voller Cuts. Hoffnungsschimmer. Ich hatte gerade einen guten Biss und man sieht hier neue Bissspuren auch vorne. Alles voll. Oh, Mist, ey. Aber zumindest ein bisschen Hoffnungsschimmer. Hier auch neue Cuts. Sieht für mich tatsächlich nach einem Heilboot aus. Vielleicht kriege ich noch einen. Oh Mann! Oh, das gibt mir jetzt auf jeden Fall Motivation. Weil man zumindest weiß, man kann hier Fische fangen. Es könnte funktionieren. Das ist so krass beim Angeln, was ein Fisch, ein Biss mit einem macht. Die Stimmung war am Boden. Und plötzlich ist man wieder, oh, hier beißt vielleicht doch ein Fisch, hier geht doch was. Wir haben die Stelle gefunden. Jetzt fangen wir gleich die Heilwurz da. Ich war mir sicher. Ja. Ja. Was denn? Ah, ich habe einen Fisch. Mal sehen, was das ist. Kämpft ganz gut. Das heißt, der Lump auf jeden Fall gestern. Härtere Kopfschläge. Ah. Das einzige Problem ist, ich hänge hier immer in dem Kraut. Und zwar so doll, dass ich ihn. Ja, das war's. Aber er hängt noch dran, der Fisch. Ach ja, ich sehe ihn kommen. Kleiner Fisch. Und wieder ein Lump. Kann doch nicht sein! Ah. Also ich kenne mich ja nicht aus mit dieser Fischart. Ist aber auf jeden Fall mein PB. Ob der groß ist, weiß ich nicht. Aber es ist ein schöner Lump. Ich will den ganz schnell abhaken, weil irgendwie vielleicht erster Wurf direkt einen Biss gehabt, nachdem ich abgerissen hatte. Und ich hatte so 20 Minuten Pause gemacht. Kann natürlich sein, dass da jetzt ein Beißfenster ist. Die Strömung ist auch relativ hart. Also warum nicht? Ja, die Angelei hier vom Ufer ist unglaublich anspruchsvoll, beziehungsweise funktioniert sie fast gar nicht. Da wir unsere Köder immer nur 4-5 Meter im heißen Bereich halten können und danach fängt schon der Seetang an und wir haben sofort Hänger. Das ist nicht ideal hier, die Bedingungen. Ich meine, wir sind hier vor den Lofoten. Man würde ja denken, okay, dann legt man hier einen Köderfisch aus, dann funktioniert es. Aber auch da nicht ein Biss.
Da haben wir mit dem Gummi jetzt heute deutlich mehr Aktionen gehabt. Leute, das ist so unglaublich anstrengend. Wir haben wenig geschlafen, immer noch nichts gegessen und rennen hier ganze Zeit die Steine auf und ab. So langsam kann ich eine Pause vertragen und brauche auch mal einen Happen zu essen. Ich würde am liebsten angeln, aber ich bin so am Ende, ich kann einfach nicht mehr. Ich habe so Hunger. Mehrere Stunden ist dann wieder nichts passiert. Der vermeintliche Heilbuttbiss hat sich als Lump rausgestellt. Und dann gab es den Punkt, wo ich für mich und damit auch für die anderen entschieden habe, wir müssen es hier abbrechen. Wir müssen raus, einfach um das Projekt zu sichern, um noch Folgen drehen zu können, müssen wir jetzt wirklich 180 Grad unsere Taktik ändern. Wir müssen umdenken. Sollen wir es wirklich machen? Müssen wir machen. Alles uns geschlagen andere. Geben. Auf der einen Seite möchte ich es eigentlich nicht, auf der anderen Seite macht es einfach keinen Sinn, weiterhin hier zu bleiben. Das ist für mich tatsächlich, glaube ich, die größte Niederlage seit Jahren. Also wirklich, guck mal, was wir für eine Vorbereitung da reingesteckt haben. Wie wir uns gefreut haben, auch hier noch auf dem Weg hierher. Und ja, Zeit, Leidenschaft, alles reingeflossen. Und jetzt, glaube ich, ist es soweit, dass wir uns abholen lassen, weil wir einfach nicht glauben, dass wir hier zum Ziel kommen. Und ja, wir haben, habe ich schon mal gesagt, 16 Stunden geangelt. So, Becky, ich lasse uns abholen. Das ist ein Scheißgefühl, ey. Hey Markus, it's Dustin. Hey. Hi, how's it going? Yeah, first of all, it's no emergency call. Yeah? Yeah, we are just... What happened? Yeah, we are just really struggling to catch a fish. We caught some small lump and cold fish, but I didn't get any halibut. So I think we need another solution. I think you need to pick us up and... maybe we try with a boat or something like that, because here I think we will not be successful with our mission. Oh man, so habe ich mir das alles nicht vorgestellt. Aber wenigstens kommen wir hier raus, weil das wäre ja auch keine Lösung, wenn wir jetzt hier noch länger einfach verweilen. Vor allem müssen wir die Folge ja irgendwie zu Ende bringen müssen und gucken, was wir jetzt machen. Vielleicht auf einer anderen Insel ein Boot chartern oder so. Als Markus dann mit dem Boot angefahren gekommen ist, das war für mich der Punkt, wo ich realisiert habe, unsere Mission ist gescheitert. Und wir verlassen jetzt die Insel und versuchen das Ding irgendwie noch andersrum zu reißen. Das war's, wir lassen die Insel hinter uns. Goodbye. Abmarsch. Ich glaub's immer noch nicht. Wir sind echt gescheitert. So eine Scheiße. Aber er meinte gerade zu uns, wir kriegen das Boot heute Abend und das wird der absolute Gamechanger. Auch wenn wir unseren Spot jetzt verlassen haben, die Regeln bleiben die gleichen. Wir kriegen nichts zu essen, wir tauschen das Ufer gegen das Boot ein und wir haben kein Zelt, wir haben unsere Isomatten, unsere Schlafsäcke und mehr nicht. Meine Motivation ist wieder nach oben gegangen. Ich habe so die Schmach ein bisschen, muss ich sagen, überwunden und freue mich jetzt einfach zu angeln und hoffentlich schöne Fische zu fangen. Seelachs, Heilbutt, das ist unser Ziel heute, oder? Oder so was heute? Heute? Seit zwei Tagen. Also, ich gebe Gas und dann geht's los. Die ganzen schlechten Gedanken sind vergessen, jetzt werden ein paar Fische gefangen. Jo. So, Sonnenbrille auf, Hebel auf den Tisch. Hier hat uns Markus gesagt, können wir uns ein paar Köderfische für die Heilbutts fangen? Ja, mal gucken. Uiuiui, mir ist frisch. Hier im Schatten merkt man dann doch, dass es nicht allzu warm ist. Oder dass wir in Norwegen sind. Alles voll hier auf dem Lot. Da werden wir uns besacken. Boah, Becky, kannst du dir vorstellen, dass wir vielleicht jetzt tatsächlich einen Fisch fangen? So richtig glauben kann ich noch nicht. Guck mal hier. Ei. Ja, da ist er.
gesehen und abgeholt. Der erste hat man auf dem Echo. Alter, hier ist alles voll unter uns. Jetzt habe ich auch den ersten. Oh, oh, der macht ja Bock richtig. Und bestimmt eine Doublette. Fahr nach Norwegen, haben sie gesagt. Fang große Fische, haben sie gesagt. So, die töten wir jetzt weitgerecht. Und dann werden sie von einem großen Heilwut gefressen, hoffentlich. Ja, das läuft hier schon mal deutlich besser als an den Uferspots. Noch keine 2 Minuten am Spot und jeder hat schon Attacken und wir haben schon ein paar Köderfische. Da ist er! Boah, schöner Biss. Wie ein Zander, ey, fühlt sich das an. Wecki, du haust an, als ob du einen 1,30 Meter Hecht drauf hättest. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Wenn man irgendwie 2 Tage lang wirft und wirft und wirft und es wird nichts und dann plötzlich knallt man was rein in der Route. Das ist so geil. Auch wenn es ja wirklich die absoluten Schniepel hier sind. Oh, ich habe einen. Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Die Köderfische scheinen schon mal mitzuspielen. Hoffentlich dann jetzt auch gleich die ganz großen Seelachse und Heilbutte. Oh, einen habe ich verloren. Wecki! Ich glaube, jetzt haben wir genug Köderfische. Ich habe das Gefühl, ich muss die ganze Arbeit alleine machen. Das sind der alte Köderfischprofi. Hat die Sache hier geregelt und hat reichlich Köderfische gefangen. Ich habe mir ein bisschen schwerer getan. Ich glaube, mein Gummi ist ein bisschen zu groß. Aber wir haben genug. Jetzt geht's weiter zu den großen Fischen. Wie sollen wir denn fahren, Wecki? Guck mal, das heißt doch Fisch, oder? Dass er hier einen Fisch gefangen hat. Da, 1,34. 1,24, 1,32. Hier raus auf die Kante, glaube ich. 2,23 Meter, dicker. Genau da will ich hin. Becky, lass einen rauszimmern. Ja, boah, einen dicken. Also, boah, guck mal. Das ganze Lot ist voll. Der Guide hat gesagt, er hat so große Fische gefangen, dass sie diese Woche, wie viele Ruten haben sie gecrackt? 7 Stück. 7 Ruten haben sie zerbrochen. Wie auch immer das geht, das werden wir hoffentlich gleich erfahren. Naja, also eine gebrochene Rute will ich hier an Bord nicht sehen. Nee, eine gebrochene Rute nicht, aber Fische, die so stark sind, die eine Rute brechen könnten, fände ich schon nicht so schlecht. Oh, Biss! Oh, Fisch an! Boah, das fühlt sich schon anders an wie heute. Morgen die Köderfische. Alter, gehen ab. Alter, so fühlt sich ein 2-Meter-Baller bei mir daheim an. Ich hab einen fetten Biss auch gerade wieder. Ja, hängt, hängt, hängt. Und das sind dann auch ein Doppeldrill. Boah, fuck, hat der Kraft. Oh. Der tut jetzt schon der Arm weh. Hey, kannst du dir das vorstellen? Wir haben heute einfach... Wir sind hier eine Sekunde und haben direkt Fisch. Beim ersten Wurf, ey, und die letzten 2 Tage mal, auf der Insel. Mal. Alter, Junge. Alter, sind das Fische. Krass. Das ist definitiv mein Seelachs-PB. Schau dir mal den Fisch hier an. Das, Alter, ist mein Seelachs-PB. Das ist ein fettes Vieh, Dicker. Ach, du Alter. Scheiße. Oh, ist der schwer. Ach du Scheiße. Das ist mein Seelachs. Halleluja. Boah. Weckelzen, Junge! Oh, endlich werden die ganzen Mühen belohnt. Oh, Power. Ei, geil. Das Ding. Wecki. Oh. Nicht so groß wie Weckis, aber ein sehr schöner Fisch. Bei mir auf den 20 cm. Nee, 6,5 Inch. 6,5 Inch Venom. Das war Balsam für die Seele. Wahnsinn. 2 Tage haben wir uns abgemüht. Keinen Fisch gefangen, also keinen nennbaren Fisch. Und dann plötzlich standen wir mitten im Fisch. Wir haben einen nach dem anderen gefangen, haben richtig große Dinger gefangen. Und das Lustige ist, wir konnten den Spot sogar sehen, wo wir vom Ufer geangelt haben. Wie paradox ist das? Unglaublich, ein unglaubliches Gefühl. Und für mich war das eine sehr große Erleichterung. Der Druck ist ein bisschen abgefallen, weil ich wusste, es ist zwar nicht das, was wir eigentlich machen wollten, aber ich finde es auch gut, mal zu zeigen, wie es wirklich ist, wie die Realität ist. Und dass wir dann diesen Abschluss mit Fischen noch hatten, glaube ich, war schon echt gut und war auch für das weitere Projekt, für die Motivation, für uns wichtig.
ja, ja. Boah. Dicker Fisch? Boah. Jetzt kann ich mir vorstellen, warum da Routen brechen. Also, die Bremse ist... Oh, oh, ich hab auch einen. Zu. Die Bremse ist zu. Ich hab, glaub ich, einen kleinen nur. Die Bremse... ich hab einen richtig großen Fisch. Ich kann nichts machen. Ich hab einen richtig großen Fisch. Alter. Dustin, ich glaube, deiner ist ein bisschen größer als meiner. Becky, kannst du mir ihn landen? Jo. Boah, Dustin. Alter, das ist ein Meterfisch. Auf dem Venom, 6,5 Inch. So, das ist nicht, ne? Zwischen rein Kaugummi, ich brauche auch einen. Oh, runtergucken, beim Fisch, Antikotz-Kaugummi. Wie sollen wir jemals einen Survival-Trip überleben? Das darfst du gar keinem erzählen. Wir sind beide hauptberuflich in der Angelbranche tätig. Und können nicht mal aufs Wasser gehen, ohne zu kotzen. Guckt euch bitte diesen Monsterfisch an. Ist das nicht ein toller Fisch? Die ganze Anstrengung, der ganze Hassel wird jetzt belohnt mit solchen fetten Seelachsen. 6,5 Inch Venom. Ein C13, einer meiner Lieblingsfarmen. So, den haken wir ab und dann lassen wir ihn schnell zurück. Eigentlich alles vergessen, was die letzten zwei Tage passiert ist. Und wir haben einfach geangelt und haben Fische gefangen. Ja, das war geil. Ja, ey. Oh, ey. Oh, das sind halt auch ein. Jetzt geht's wieder Schlag auf Schlag. Oh, schaut euch diese zwei Fische an. Oh, geil. Das ist eine richtige Galosche. Alter, oh, guckt euch diesen Fisch an, ey. Oh. Up North 2.0 geht jetzt richtig los. Was wir in dem Moment auch festgestellt haben, Markus hatte uns ja vorher so richtig heiß gemacht. Er hat gesagt, ey, in dieser Woche sind mir 7 Routen gebrochen von Gästen durch die Kraft der Fische. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, was für Routen er dann verwendet, aber die Fische waren unglaublich kräftig und das war super geil, aber dass eine Route bricht, ich glaube, da muss schon viel, viel mehr passieren. Da muss ein bisschen was schief gehen, aber wie du sagst, die Dinger waren unglaublich kampfstark. So, ich probiere jetzt mal ein bisschen größeren Köder noch. Ich meine, das waren schon unglaublich gute Fische, die wir jetzt hatten, aber wer weiß, vielleicht kriegt man ja noch mal noch einen dickeren. Becky, bist du ready? Sollen wir mal zusammen hier reinschmeißen? Das ist 25er Venom, Prototyp. Ja? Ja, jetzt! Ah! Boah! Vielleicht doch etwas besser. Die CMW Up North Volume 2. Pumpen, Mikey, pumpen! Heute Morgen haben uns die Beine wehgetan vom Laufen, Klettern und Laufen und jetzt tun uns gleich die Arme vom Drillen weh. Jetzt ist er aber, wird er ein bisschen kleiner, glaube ich. Oder? Oh, fuck. Boah, fuck. Fuck. Alter Schwede. Alter, 1,10 Meter. Yes! Zwecki! Ach du Scheiße! Was ist das, Alter? Das ist der größte Seelachs, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Selektieren, habe ich gesagt. 25 cm Venom. Dürfen wir den messen kurz? 1,15 ungefähr? Alter Schwede, was? Ist das ein Fisch? Alter, 1,15 Meter Seelachs. Alter, das ist so ein Fisch. Alles hat sich gelohnt, ey. Wow. Geil. Up North 2.0. Yes! Ich würde sagen, für heute die letzte Drift, oder, Becky? Ja. Also zumindest auf Heilwood. Wenn nicht, gibt es ja noch ein paar Folgen von der Up North Tour. Und da werden wir weiter
versuchen, den König oder die Königin der Meere zu fangen. So, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch ich lasse meinen Köderfisch runter. Dustin hat uns hier so eine Rinne gefahren. Und hier lassen wir jetzt unsere Köder runter auf 60 Meter. Dann müssen wir 7 Kurbelumdrehungen nach oben machen. Und dann trifft mir diese ganze Rinne hier ab. Oh nein! Du darfst einfach nur kurbeln, anfangen zu kurbeln. Aber wie lange? Druck aufbauen, nee, du musst ihn nehmen lassen. Bis die Rute komplett krumm ist. 20, 30 Sekunden bestimmt. Wir sind so müde und vor allem hungrig. Wir haben immer noch nichts gegessen, 2 Tage jetzt. Dass wir die Heilbutt-Nummer abbrechen. Wir haben alles gegeben, keinen gefangen. Dafür eine unglaublich krasse Seelachsangelei gehabt. Ein Seelachs mit 1,15 Meter gefangen. Das entschädigt wirklich für vieles. Jetzt fahren wir zurück, suchen uns einen tollen Spot, wo wir die Isomatten aufschlagen können, einen Seelachs essen können. Und dann gehen wir schön ins Bett. Und morgen geht es dann weiter mit Markus, dem Guide. Und da probieren wir einen richtig dicken Heilbutt zu fangen. Oder, Vicky? So machen wir es. Machen wir es. Abmarsch. Ruten hoch. Der Spaß beginnt. Wir haben wirklich wenig gegessen in den letzten Tagen. Deswegen war klar, ein Seelachs muss mit. So, hier habe ich unser Abendessen. Den filetiere ich uns jetzt schnell. Und dann geht's ab ans Land, essen und schlafen. Du drillst hier hinter mir, oder? Ey! Vorsichtig, ich habe ein Messer in der Hand, mein Lieber. So, ich filetiere den noch fertig. Und dann sehen wir uns gleich am Lagerfeuer. Das ist hier gut trocken. Ich sterbe, ich kann mich kaum mehr konzentrieren. Ich bin so hungrig. Wie gesagt, wir haben jetzt 2 Tage eigentlich nichts gegessen. Puh, wird Zeit. Einfach den Feuerstahl nehmen und nah an das leicht entflammbare Material gehen. Und dann mit der Rückseite der Klinge, nicht mit dem scharfen Ende, Funken machen. Da kommt das Feuer. Da sieht man es. Da haben wir es hingekriegt. Runterschieben. Ein bisschen zu dem anderen. So. Jetzt hoffen wir mal, dass das Feuer auf die Äste überspringt und dass die Äste trocken genug sind. Aber das sieht gut aus. Oh, super, es hat geklappt und wichtig, dem Feuer immer neue Nahrung geben, dass es keine Chance hat auszugehen. Oh, das ist ein kleines Erfolgserlebnis nach der Tortur, die wir jetzt hatten, ey. Mit Höhen und Tiefen, ey. Wir waren echt am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, weil die Challenge nicht geklappt hat, weil wir es einfach nicht geschafft haben. Und heute haben wir echt eine absolute Entschädigung dafür bekommen. 1,15 Meter Seelachs. Schon echt Wahnsinn, fängt man nicht alle Tage. Wenn ich jetzt nicht gleich was zu essen kriege, dann kippe ich echt um. Das Feuer ist gleich soweit, ich bereite den Fisch noch ein bisschen vor. Flo war so gnädig und hat uns nach den ganzen Rückschlägen eine kleine Aufmunterung gegeben. Salz, Pfeffer und ein bisschen Öl. Dass wir nicht auch noch den Fisch hier irgendwie verhunzen. Sehr, sehr spartanisch, nur ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Und das Öl, damit er uns nicht anbrennt. Mehr machen wir nicht, mehr haben wir nicht. Das muss ausreichen, aber ich bin mir sicher. Der Seelachs wird für sich selbst sprechen, da braucht man nicht viel. Clean, nicht zu viel. Manchmal macht man, der Fisch ist so lecker, manchmal macht man auch Sachen kaputt. Weniger kann mehr. Hast du Angst vor meinen Kochkünsten oder was? Ein bisschen Öl, das lassen wir erstmal heiß werden. Ja, super. Man sieht schon, das Holz, was wir gefunden haben, ist nicht so trocken. Erkennt man daran, dass es extrem qualmt. Eins für den lieben Florian. Kriege ich tatsächlich, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, ey. Sag doch mal kurz, was hast du alles vor? Ja, ich habe tatsächlich noch ein bisschen mehr vor, als nur plump rausbraten mit euch. Mein guter Freund Lukas hat mir ein paar einfache Rezepte geschrieben, die selbst ich hinbekommen sollte. Komm, sag mal konkret jetzt, auf was ich mich freuen kann. Ich habe ein Curry mit Fischeinlage. Dann hat er mir einen Fischeintopf aufgeschrieben und noch ein Ceviche. Fischeintopf ist jetzt nichts, was mich abholt, aber
warte mal ab, bis du den ganzen Tag wieder nichts gegessen hast. Freust du dich auf meinen Fisch ein? Aber das Gute ist ja, in den nächsten Folgen dürfen wir tatsächlich Essen mitnehmen. Genau, und da haben wir auch ein bisschen mehr Zutaten. Da werde ich mich so vollpacken. Jetzt mal ohne Spaß, wir waren halt sehr geknickt, ne? Weil wir es nicht geschafft haben, die Mission zu erfüllen. Aber okay, wir sind auch am Ende. Wir haben nicht geschlafen, wir haben nicht gegessen. Aber guck dir das an. Alles hier. Das entschädigt schon. Und das Gute ist, es entschädigt für alles. Wir wissen auch, dass uns noch ein paar wirklich unvergessliche Tage bevorstehen. Das werden wir hoffentlich sehen. Hoffentlich besser. Und hoffentlich läuft dann alles nach Plan. Ja. Bis jetzt war es noch nicht so nach unseren Vorstellungen. Aber manchmal steckt man nicht drin. Und ach ey, was heißt nicht? Es gibt Höhen und Tiefen. Und ey, man braucht auch mal einen Rückschlag, um dann solche Sachen umso mehr zu feiern wie die Seelachse. Ja. Ich finde das alles okay. Jetzt im Nachhinein. So. Na, trotz Öl ist es ein bisschen angebraten, aber... Der erste Bissen. Flo müssen wir aber gleich auch noch was machen. Seit zwei Tagen, ja. Der hatte nämlich auch nichts gegessen. Der hat nämlich gesagt, mitgehangen, mitgefangen. Das ist echt, muss man sagen, Flo war... Hut ab. Guten Appetit. Mm. Boah. Ich sehe schon die Kommentare. Vom Messer isst man aber nicht. Vor allem von einem dreckigen. Na, das ist egal, er ist, ey. War, aber tut gut. Es tut sowas von gut. Wir machen Flo noch ein kleines Stück und danach schneiden wir die Isomatten raus. So, Jungs und Mädels, jetzt muss die Kamera leider ausgemacht werden, weil ich krauch jetzt in diesen Schlafsack und vorher mache ich mich frei, ziehe ich mich aus. Becky, komm her, kuscheln. Mein Lieber, ich komme. Oh. Also, ich hoffe, trotz des Fails hat euch die Folge gefallen. Wir haben uns echt Mühe gegeben, dass das alles klappt und freuen uns auf weitere Folgen der Up North Tour. Eigentlich kann es jetzt nicht besser sein, Augen zu machen unter freiem Himmel mit diesem Panorama. Also, liken, kommentieren, abonnieren, wie immer. Haut rein. Bis dann. Ciao. Oh. Die Chance war jetzt zum Greifen nah. Eigentlich kann nichts mehr schief gehen. Oh, 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 der ist vom Weg. Was wir hier erleben, da kann man wirklich für dankbar sein. Ey. Bis. In die Gute. Hey. Scheiße. Mann, das ist hinhergekommen.